Bei der Montage der Schnettgerbrücke im Zuge der B1 in Dortmund musste in einem Feld mit 130 Metern Stützweite ein Mittelbogen zwischen den Überbauseiten errichtet werden. Der über der Fahrbahn verlaufende Bogenabschnitt konnte aus statischen Gründen und aufgrund der Nähe des laufenden Verkehrs auf der zuerst fertiggestellten südlichen Überbauseite nicht traditionell aus einzelnen Baugruppen in der Endlage errichtet werden. Deshalb wurde von der Schachtbau Nordhausen GmbH eine Einrichtung entwickelt, konstruiert und gebaut, mit der dieser ca. 100 Meter lange und 4250 kN schwere Bogenabschnitt mit den Hängern und weitgehend fertiggestelltem Korrosionsschutz vom nördlichen Überbau aus aufgerichtet werden konnte. Zum Aufrichten wurde der Bogenabschnitt mit den Enden auf die unter die Fahrbahn abtauchenden Bogenendteile drehbar aufgelagert. Über einen temporären Anschlag im Scheitel des Bogenabschnitts erfolgte die Einleitung der Aufrichtungskräfte aus der Einrichtung. Die Führungsholme der Einrichtung stellen den Fahrweg für die sich daran befindliche Klettereinheit zur Verfügung. Die Wechselseitigkeit der Verriegelungsvorgänge während der Lastfahrt des oberen Schlittens bei verriegeltem unteren Schlitten und die Leerfahrt des unteren Schlittens bei verriegelten oberen Schlitten wird sensorisch erfasst und softwaremäßig koordiniert und kontrolliert. Für die Verarbeitung der Informationen aus den Betriebszuständen der Einrichtung ist ein Rechner des zentralen Bedienstandes zuständig. Bei der Bogenmontage musste ein absolut sicheres Betriebsverhalten der Einrichtung gewährleistet werden. Während der gesamten Dauer dieses Montagevorgangs durfte der angrenzende Verkehr auf dem Bauwerk nicht unterbrochen werden. Am Ende des Aufrichtungsvorganges ermöglichte die Einrichtung ein millimetergenaues Ausrichten des Bogens vor dem Schweißen.